Sturmfluten und Hochwasser sind an der Nordseeküste und ihren vorgelagerten Inseln keine Seltenheit. Gerade in den letzten Jahren nahmen sie jedoch an Stärke und Häufigkeit deutlich zu. Eine Folge des Klimawandels, den auch deutsche Küsten immer heftiger zu spüren bekommen. Ein bedrohliches Szenario, gerade auch für eine Hallig wie Langeneß, rund 30 Kilometer südlich von Sylt. 6 bis 7 Mal im Jahr wird die Hallig vollständig überschwemmt. Nur höher gelegene Häuser bleiben auf dem Trockenen. Aber wer weiß, wie lange noch. In den Sommermonaten ist die Urlauberidylle intakt und die Gefahr der Wassermassen scheint weit weg. Genau jetzt ist die richtige Zeit, um die Küsten zu sichern. Ein Schiff der Küstenwache mit einer Fracht von 150 Tonnen Schotter. Teile der Uferbefestigungen sind großflächig zu erneuern. Eine verantwortungsvolle Aufgabe. Hierbei etwas zu übersehen, wäre existenzbedrohend. Wer wüsste das besser als der Bürgermeister von Langeneß? Küstenschutz ist für alle Halligen wichtig. Ohne Küstenschutz wären die Halligen schon gar nicht mehr da. Also sie halten ja die Küsten sicher, damit sie nicht weiter abbröckeln. Und ansonsten wäre ein Leben hier gar nicht mehr möglich. Darum wird die Küstenbefestigung der Hallig ständig erneuert und modernisiert. Mitarbeiter vom Küstenschutz bringen ein neuartiges Deckwerk auf. Es bildet die oberste Schicht der Uferbefestigung. Das neue Deckwerk besteht aus Elastocoast, einer Entwicklung von BASF. Elastocoast besteht aus Schotter, der mit dem Schiff zur Hallig Langeneß gebracht wird, und dem Spezialkunststoff Polyurethan. Für die Küstenschützer hat das neue Verfahren schon heute einen ganz praktischen Vorteil. Es ist deutlich schneller zu verarbeiten als bisherige Deckwerke und kann überall eingesetzt werden. Elastocoast wird im Gegensatz zu anderen Schutzsteindeckwerken als Platte gerechnet und nicht als Einzelstein. Und dadurch haben wir große Materialeinsparungen, die dann wieder den Transporten und der Wirtschaftlichkeit zugutekommen. Das neue Verfahren ist so einfach wie genial. Zunächst wird die zu schützende Fläche vorbereitet. Ein Geotextil und eine Ausgleichsschicht werden aufgebracht. Das verhindert ein Unterspülen des Deiches. Anschließend werden vor Ort die zwei Komponenten des Spezialkunststoffs Polyurethan verrührt und danach in einem sogenannten Tumbler mit Schotter kleinerer Körnung gemischt. Im Tumbler legt sich das Polyurethan wie ein dünner, transparenter Film um die Steine. Nach dem Mischen wird die Mixtur auf den vorbereiteten Untergrund aufgetragen. Schon nach knapp einer Stunde ist das Deckwerk ausgehärtet. Nach 2 weiteren Tagen ist es endgültig fest. Doch Festigkeit allein reicht noch nicht aus. Das Geheimnis liegt in der Struktur. Elastocoast ist anders als bisherige Verfahren. Es bleibt elastisch und offenporig. Die Elastizität schützt das Deckwerk vor der Gewalt der aufprallenden Wassermassen. Die miteinander verbundenen Hohlräume zwischen den Steinen absorbieren ihre Energie. Wir haben festgestellt, dass betonvergossene oder bitumenvergossene Deckwerke nach etlichen Jahren repariert werden müssen. Wir gehen nicht davon aus, dass das mit Elastocoast der Fall sein wird. Traditionelle Deckwerke aus Naturstein, Bitumen oder Beton haben starre und massive Oberflächen und können dadurch die Wellenenergie nicht aufnehmen. Die Brandung läuft ungebremst auf. Absprengungen sind die Folge. Der Deich hat den Fluten nichts mehr entgegenzusetzen. Herkömmliche Deckwerke waren zudem umständlich und nur mit viel Handarbeit zu verarbeiten. Umso positiver fallen die ersten Erfahrungen mit dem neuen Verfahren aus. Ich arbeite jetzt 3 Wochen mit Elastocoast und die Bauart oder die Arbeiten, die wir mit der Sache machen, ist wesentlich leichter wie die vorige Arbeitsweisen, die wir haben. Es ist eine schnelle einzubauende Sache und nach 24 Stunden ist der Wall begehbar und ist das abgeschlossen. Die Hallig Langeneß gehört zum Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, ein wichtiges Rückzugsgebiet für die Natur. Hier bietet Elastocoast Schutz, ohne das ökologische Gleichgewicht zu belasten. Der verwendete Polyurethan-Werkstoff besteht zu 50% aus nachwachsenden Rohstoffen und bildet in Verbindung mit Schotter eine offenporige Struktur der Deckschicht. In diesen Hohlräumen finden Tiere und Pflanzen neue Lebensräume, wie es sich an einem bestehenden Deich auf Sylt beobachten lässt. Auch die Natur profitiert. Für Jan Ketelsen vom Amt für Küstenschutz auf Sylt steht allerdings die Belastbarkeit des Deckwerks im Vordergrund. Auch für ihn ist Elastocoast noch ein neues Verfahren. Der Deich in Sylt-Munkmarsch hat die ersten Sturmfluten überstanden, zur Zufriedenheit des Küstenschützers. Das beste Deckwerk ist das, was nicht kaputt geht.
Das ist ganz klar. Wenn wir mehrere Stürme gehabt haben und man kann sagen, man geht hin zum Kontrollieren, das hat gehalten, dann weiß man, man ist auf dem richtigen Weg. Ein Drittel der Einwohner Schleswig-Holsteins wohnt in überflutungsgefährdeten Gebieten. Allein an der Nordsee werden sie durch 350 Kilometer Deiche geschützt. Jährlich investiert das Land 15 Millionen Euro für ein sicheres Leben an den Küsten. Auch wenn die Menschen an der Küste keine Panik aufkommen lassen wollen, mit dem Klimawandel wächst die Gefahr. Aber mit verstärkten Anstrengungen und Innovationen wie ElastoCoast kann auch im Küstenschutz beste Vorsorge getroffen werden. Ein gutes Gefühl. BASF. We create chemistry.